Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Ein bisschen spät heute Abend auf dem Sabbat, 6. April, Freitagabend um 10 Uhr, dass ich mich noch hingesetzt habe anzufangen. Ich wollte eigentlich die Lesung früher machen. Dann dachte ich, nee, mach mal doch keine. Und dann dachte ich von, nee, mach mal doch eine. Das Buch von Griesinger lässt mich nicht los. Das ist so ein interessantes Buch zu lesen. Und wir hatten jetzt ja letztes Mal die jesuitischen Missionen in Asien abgeschlossen. Und wenden uns jetzt den jesuitischen Missionen in Afrika zu, dass ich gesehen habe, dass nicht so ein sehr langes Kapitel ist, dieses Kapitel. Mal sehen, wie wir da durchkommen. Und auf jeden Fall habe ich sehr viel Vergnügen, wenn man sowas überhaupt haben kann, natürlich an solchen Sachen, so ein Buch zu lesen. Also versteht mich bitte nicht verkehrt. Wir gehen hier mit sehr seriösen Sachen um. Ja? Die Jesuiten und die ganze Sache, was das angeht, da ist nichts zum Lachen bei. Aber nichtsdestotrotz gibt mir dieses Buch ein wunderbares Gefühl, wenn ich es lese, weil ich lehre Dinge über die Jesuiten, die ich bis jetzt auch noch nicht wusste. So sehr geht dieses Buch ins Detail in ihre Geschichte. Dagegen ist die verborgene Geschichte der Jesuiten ja nur ein Geschichtsbuch der allgemeinen Geschichte. Aber hier geht es wirklich in den Orden tief rein und das finde ich so faszinierend hierbei. Und das ist eine sehr seriöse Angelegenheit. Das Leben ist sehr seriös und der Streit, der gefochten wird mit den Mächten der Finsternis, wie es auch in Epheser 6, Kapitel 6 geschrieben steht, ab Vers 10, dass wir den ganzen Harnas des Gottes anziehen sollen, um dagegen zu kämpfen, das ist nicht witzig. Aber trotzdem unterhält es mich, hier und da dieses Buch zu lesen. Und ich sehe alles zwar seriös, aber nichtsdestotrotz geht mir auch manchmal ein Lächeln über die Lippen. Und ich hoffe, dass das bei meiner Lesung auch so rüberkommt. Das nimmt nichts weg von der Seriosität oder Ernsthaftigkeit der Lesung, aber ich finde, man soll auch seinen Humor nicht verlieren. Wir leben nun einmal in dieser Welt und alles, was wir machen können, ist uns darüber informieren, wie diese Welt so geworden ist, wie sie ist. Und dann können wir uns zu Jesus Christus wenden und dafür sorgen, dass wir nachher in einer besseren Welt leben. Und in der Zwischenzeit können wir allein dafür sorgen oder probieren zu sorgen, dass wir so viele Leute wie möglich zu der Wahrheit erwecken, die hinter den Jesuiten steht. Und dafür ist diese Lesung ein sehr wichtiger Teil. Wenn Leute begreifen, was die wirkliche Geschichte der Jesuiten ist, dann sehen sie mit anderen Augen, dann sind sie gewarnt und dann sehen sie auch alles, was die Jesuiten und der Vatikan und auch wahrscheinlich dann die Politik in dieser Welt tut mit anderen Augen, hoffentlich. Und das ist das Ziel dieser Lesung. Gut, dann fangen wir jetzt mal an mit dem Buch. Auf Seite 149 im PDF geht es weiter über in Kapitel 2 in diesem Untertitel. Es geht ja um, eben mal schauen, dass wir hier deutlich sagen, um was es genau geht oder wie das genau heißt. Ja, wir sind im zweiten Buch, die Klugheit der Jesuiten und das Riesenmäßige ihres Wachstums. Da hatten wir oder haben wir als erstes Kapitel die jesuitischen Missionen in fernen Weltteilen. Erster Teil die jesuitische Mission in Asien, die haben wir erst abgeschlossen. Und jetzt kommen wir hier in Teil 14, die jesuitische Mission in Afrika. Mal sehen, welchen Titel das Video bekommt, je nachdem, wie weit wir gehen. Aber hier sind wir jetzt im Augenblick in diesem Buch. Seite 149 von 384, also etwas mehr als ein Drittel haben wir bereits gelesen. Fahren wir fort. Die jesuitische Mission in Afrika. Wir haben soeben gesehen, sagt der Autor, wie großartig die jesuitische Mission sich in Asien ausdehnte. So großartig, dass sie kaum in einem unbegrenzten Raum zu bewältigen war. Ganz anders dagegen stellt sich die jesuitische Mission in Afrika heraus. Denn sie beschränkte sich auf ein einziges Land und auf einen verhältnismäßig sehr kurzen Zeitraum. Schifft man sich in Ägypten auf dem Nile ein, um stromaufwärts zu fahren, so gelangt man, sobald man die Grenzen dieses Reiches, also Ägypten, hinter sich hat, nach Nubien, das jetzt eine Provinz Ägyptens geworden ist. Dringt man aber noch weiter gegen Süden vor, so erreicht man ein mächtiges Hochland, das sich zwischen der großen Ebene von Kordosan und dem Roten Meere, durch dieses wird von der Halbinsel Arabien getrennt, ausdehnt
und unter den beiden Namen Abyssinien oder Habesch oder Äthiopien in den geografischen Handbüchern figuriert. Dieses fruchtbare Hochland nun, und das schreibt Griesinger 1866, schaut euch Äthiopien heute an, das ist nicht mehr fruchtbar. Und der Grund dafür ist unter anderem die jesuitische Mission. Das kann man ja sagen von Jörg, nee, das glaube ich nicht, aber das ist so. Äthiopien ist eine Hochburg des wahren Christentums selbst gewesen. Und die haben schwer dafür bezahlt und bezahlen dann noch für. Dieses fruchtbare Hochland, nun sagt der Autor, welches die Mutter der Hauptnebenströme des Nil, so nie einer Menge von anderen herrlichen Flüssen ist, so wie einer Menge von anderen herrlichen Flüssen ist und welchen die Früchte des Südens gerade so gut gedeihen, dass die des gemäßigten Klimas war, einst in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung ein mächtiges Königreich, nach seiner großen Hauptstadt Arum, das Arumitische genannt, das byzantinische Autoren erzählen, und byzantinische Autoren erzählen uns von demselben, dass seine Beherrscher ihre Waffen sogar bis nach Demen und Saba in Arabien hinübergetragen hätten, so wie sich überhaupt an seinen Grenzen sowohl die Macht der Römer als die der Karther gebrochen habe. Das sind die Karthager. Ja? Und hier noch eben kurz auf die eine Fußnote eingehen, die ja am Ende der ersten Seite stand. Wir haben hier ja gelesen, wo ist denn die Fußnote hier jetzt drauf gemünzt? Ich habe nämlich gar keinen Stern hier eigentlich gesehen. Ihr seht ja die Fußnote hier unten, aber sehe ich gar nicht, wofür die jetzt genau ist, weil ich sehe den Stern hier gar nicht. Mal ein bisschen weiter weggehen, das ist ja komisch. Ach ja, okay, das ist noch zu der vorherigen, das gehört noch zu dem vorherigen, das gehört noch zu dem Schall hier. Okay, vergessen wir das mal. Die Fußnote muss ich nicht vorlesen, die habe ich dann schon gelesen. Also fährt der Autor fort, damals, als diese Ereignisse vorfielen, herrschte in jenem Reiche natürlich die heidnische Region. Und wir lesen zum Beispiel noch von dem am Anfang des 4. Jahrhunderts regierenden tapferen König Aisanes, dass er anno 333 nach einem glorreich erfochtenen Siege dem Ares oder Mars einige Statuen errichtet habe. Ares, der Kriegsgott der Griechen, und Mars, der Kriegsgott der Römer. Hm? Gleich hernach aber, noch vor dem Jahr 340, fingen zwei von Ägypten her eingewanderte Missionare namens Frumentius und Aedinsius, man nannte sie später nur die Apostel Äthiopiens, an, das Christentum zu predigen, und diese Lehre fand, weil sich König Asianes als einer der ersten taufen ließ, unter hoch und niedrig so großen Anklang, dass in weniger denn 10 Jahren schon 2/3, also 2/3, der sämtlichen Heidentempel in christliche Kirchen verwandelt waren. Überdem erstanden eine Menge Klöster und Einsiedeleien, natürlich nach dem Muster der ägyptischen, sowie auch der Ägypten, wie hunderte von Weltpriestern lieferte, welche zur Erstehung, Versehung des Gottesdienstes, nötig wurden. Und man kann sich also wohl denken, dass der ganze Ritus ein anderer war, als der im Mutterland übliche. Um aber dem Ganzen das Siegel aufzudrücken, so weihte der Patriarch von Alerandien dem Missionar Frumentius zum ersten Bischof des unbelehrten Landes, des unbekehrten Landes, und von dort an blieb es ein Vorrecht dieses Patriarchen, den Abuna, wie man den Bischof Primas von Abyssinien heißt, zu ernennen und einzusetzen. So bildete denn Äthiopien das äußerste Bollwerk des Christentums in Afrika, und von hier aus wurden viele Versuche gemacht, selbst Arabien für diesen Glauben zu gewinnen. Allein als im 6. Jahrhundert der Muhammedanismus ins Leben trat,
gab es augenblicklich einen förmlichen Umschwung der Dinge. Ja, und mit dem Muhammedanismus, der im 6. Jahrhundert ins Leben trat, also Ende der 570er Jahre fängt das ja ungefähr an, darüber habe ich ja ein Video gemacht. Das könnt ihr euch auf meinem Kanal, auf meinem Hauptkanal Joggler 66 Jahre anschauen. Der Muhammedanismus nämlich, der bekanntlich mit dem Schwert in der Hand Propheten machte, eroberte nicht bloß Arabien nebst dem ganzen Küstenstrich am Roten Meere, den bisher die Könige von Arum innehatten, sondern unterwarf sich auch Ägypten bis an die Grenzen Nubiens und machte dadurch Abessinien sozusagen zu einer christlichen Oase mitten von lauter muhammedanischen Ländern. Ja, nicht genug an dem. Die Kalifen, das sind Muhammeds Nachfolger, suchten auch in Abessinien selbst einzudringen und schwächten es nicht bloß ungemein durch unaufhörliche Angriffskriege, sondern ruhten auch nicht, als bis ein Teil der Bevölkerung den Islam angenommen hatte. Was aber noch schlimmer war, sie entzogen jenem Reiche nach und nach alle Verkehrswege zu Wasser und zu Land, indem sie es gleichsam mit einem Cordon umzogen und isolierten es dadurch so sehr, dass man in Europa jahrhundertelang gar nichts mehr von ihm erfuhr. Erst im Mittelalter tauchte dann wieder eine Sage von dem verloren gegangenen Christenreich auf und man fabelte viel von einem Priester Johannes, der dieses Reich beherrsche und unmittelbar von König Salomo abstamme. Doch konnte natürlich niemand etwas mit Bestimmtheit angeben und viele meinten daher, es sei alles Mythos und Eitelträumerei, bis endlich auf einmal, anno 1483, dem Geburtsjahr von Martin Luther mal eben beibemerkt, auf dem Konzil von Florenz ein Abessinier auftauchte, der sich für einen Abgesandten des Beherrschers dieses Reichs ausgab, Bar Jakub ausgab. Er verschwand jedoch gleich darauf wieder und man wusste nachher so viel wie vorher. Da erfuhren die Portugiesen bei einer ihrer Expeditionsfahrten an den Ostküsten Afrikas anno 1484 durch eine Gesandtschaft des Negerstaates Benin, dass 20 Monatsreisen hinter Benin ein mächtiger christlicher König mit Namen Bar Ogane herrsche. Und weil sie mit Recht vermuteten, dass dieses christliche Königreich kein anderes sein könne als das mystische Reich des Preste Joao, das Reich des Priesters Johannes, so rüsteten sie sofort anno 1486 unter dem Oberbefehl des Pero de Covilha eine Expedition aus, die von Ägypten aus durch das Rote Meer nach der afrikanischen Ostküste vordringen sollte. So, jetzt mache ich hier mal kurz eine Pause, weil ich mal eben sehen will, inwiefern ich die Namen richtig habe. Mal eben gucken, ob wir hier die Namen lesen können. Frumentius, Ägypten, Alexandria, Frumentius, Patria, Abuna, das hatte ich richtig gelesen dann, ja, Abuna ist der eine Name. Ethiopia became the bulwark of Christianity in Africa. Und dann geht es hier weiter, Priest John, ja, und da hatten wir auch noch einen Namen da in der Nähe, den ich gerade eben versucht hatte zu lesen. Des Kalifen, das war auch richtig gelesen. Ich probiere ja nur die Frakturschrift ein bisschen zu entziffern, dadurch, dass ich hier die englische Version des Buches mit beinehme. Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht, dass ich hier mal eben auf die Suche nach den Namen gehe. Aber soweit habe ich wohl alles richtig gelesen. Sar Ogano, ja, das habe ich ja gesagt. Bar Ogano habe ich, glaube ich, gesagt. Oder Sar Ogano heißt er. Ja, gut, dann lesen wir hier mal weiter. Corillia vollführte seinen Auftrag auf eine wirklich glänzende Weise und fand nach dreijährigem Suchen, was er zu finden beauftragt war, nämlich den christlichen Staat Habesch inmitten einer teils heidnischen, teils muhammedanistischen Umgebung. Das große Rätsel war also endlich gelöst und der Lohn der Portugiesen war, dass sie vom Beherrscher dieses Staates, dem Regus Sa Bengal, wie habe ich das gerade hier vorgelesen im Englischen? Sar Ogano, wie auch immer, wird dann wirklich derselbe sein hier, Sar
Dengal, das ist dann wohl die deutsche Übersetzung. Regus ist im Abessinischen so viel als König. Ja, die Erlaubnis erhielten, nach Belieben Handel zu treiben und Handelsetablissements zu gründen. Dafür aber leisteten sie dem Regus kräftige Hilfe gegen die Mohammedaner, welche eben von Aden her einen Einfall machten, sowie später gegen die Gallas, einen wilden Volksstamm, der südlich von Abessinien seine Wohnsitze hatte. Soweit war nun alles recht und die beiderseitigen Nationalitäten kamen sehr gut miteinander aus, besonders nachdem sie sich gegenseitig teils durch Dolmetscher, teils durch Spracherlernung zu verständigen angefangen hatten. Allein nun machte der Papst zu Rom eine Entdeckung, welche das gute Einverständnis urplötzlich zugleich auf eine sehr nachhaltige Weise zerstören sollte. Und worin bestand nun diese Entdeckung? Einfach darin, dass die Abessinier keine gute römisch-katholischen Christen, sondern vielmehr Heretiker von der Sekte der sogenannten Monophysiten seien und daher sofort zur einzig wahren katholischen Kirche belehrt werden müssten. Der Papst hatte in gewisser Beziehung recht, nämlich von seinem Standpunkt aus. Von seinem Standpunkt aus, das heißt, die Abessinier bekannten sich zu demselben Glauben wie die Christen in Ägypten, die sogenannten Kopten, ja, die koptischen Christen, von denen man ja auch heute noch hört, und bestritten den Satz, dass in Christo zwei Naturen, die menschliche und die göttliche, ohne Vermischung, Verwandlung und Trennung zu einer Person vereinigt seien. Entschuldigung. Überdem wichen sie auch noch in einigen anderen Dingen von den lateinischen, also dem römisch-katholischen Ritus ab, wie zum Beispiel in der Taufe, welcher sie stets die Beschneidung vorangehen ließen. In der Feier des Sonnabends, also des sieben Tage Sabbats, und in der Beobachtung der Fastenzeit, welche sie bis zum Sonnenuntergang ausdehnten, während die römischen Christen sich nur bis zum Mittag der Nahrung enthielten. Also hier ganz besonders wichtig finde ich, dass wir eben lernen, dass diese christliche Religion, auch wenn sie nicht 100% bibeltreu ist, das sieht man ja an Beschneidung und wahrscheinlich Kindertaufe auch, wie auch immer, also dass sie halt immer noch die Beschneidung auch noch machen, auf jeden Fall steht hier ganz deutlich mit bei, wie wir hier gelesen haben, in der Feier des Sonnabends und in der Beobachtung der Fastenzeit. Also, der Feier des Sonnabends. Der Sonnabend ist der Samstag, ist der siebte Tag der Woche. Das ist der Sabbat. Die haben den Sabbat geheiligt. Warum? Weil der Sabbat auch im Neuen Testament niemals aufgehoben wurde. Ja, jeder, der behauptet, der Sabbat ist erfüllt durch Jesus Christus, hat die Sabbatfrage überhaupt nicht verstanden. Der Sabbat wurde nicht im Exodus Kapitel 20 mit den 10 Geboten den Israeliten gegeben. Der Sabbat wurde ordiniert in der Schöpfungswoche. Nachdem Gott in 6 Tagen die Welt und alles, was darin ist, erschaffen hat, hat er am 7. Tag geruht und den 7. Tag, den Sabbat, geheiligt. Für die Menschheit, nicht nur für die Israeliten, sondern für alle Menschen, um der Schöpfung und dem Schöpfer an dem Tage zu gedenken, den Sonnabend. Und das ist ein ganz wichtiger Fall, weshalb hier in Äthiopien hier immer noch der Samstag gehalten wurde, oder der Sonnabend eben gehalten wurde, als der 7. Ruhestag, so wie es hier in dem Buch drin steht. Die haben nichts mitbekommen von der Einführung des Sonntags in der römisch-katholischen Kirche in 321 durch Konstantin, der auf einmal den Samstag abgeschafft hat und den Sonntag erhoben hat zum Tag der Anbetung Gottes. Ja, so viel nochmal eben zu dem Sabbat-Thema. Weiter will ich mich da jetzt gar nicht mit beschäftigen. Das habe ich oft genug gemacht und wer es noch nicht begriffen hat, bitteschön. Und auch nochmal eben ganz deutlich für diejenigen, die es immer noch nicht begriffen haben. Diese Sabbatlehre, die ich hier vertrete, hat nichts mit den Sieben-Tags-Adventisten zu tun. Die Sieben-Tags-Adventisten vertreten die Sabbatlehre als eine Lehre,
die wichtig ist zur Erlösung. Den Sabbat zu halten ist nicht wichtig zur Erlösung. Den Sabbat zu halten ist genau wie das erste, zweite, dritte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte und zehnte Gebot, eins der 10 Gebote, die, wie Jesus Christus gesagt hat, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Also, ich halte den Sabbat und ich halte die Gebote, weil ich Jesus Christus liebe und nicht, weil ich errettet werden will. Die Sieben-Tags-Adventisten lehren das ein wenig anders. Ich bin inzwischen auch schon anderer Meinung, war früher auch anderer Meinung, was diese Sache anging. Das gebe ich ja ehrlich zu. Aber ich bin ja auch in einer Lernphase. Ich bin noch nicht mal 5 Jahre gottesgläubig. Was erwartet ihr denn? Dass ich da auf einmal das Brot der Weisheit gefressen habe? Nee, gebt gerne zu, wenn ich mal verkehrt war. Sabbat heiligen ist keine Erlösungsfrage. Das will ich ganz klar hier nochmal eben mit sagen. Aber ich halte den Sabbat, weil Gott den ordiniert hat am Anfang der Entstehung dieser Erde. Für alle Menschen hat er den Sabbat gemacht, weil der Sabbat wurde für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat, wie auch im Neuen Testament ganz deutlich drin steht. Und ich halte den Sabbat deswegen, weil er einer der Gesetze meines Herrn ist. Eines der Gesetze meines Herrn ist. Und er fragt, dass ich ihm gehorche. Und zum Gehorchen gehört eben auch, ihn respektieren und sein Gesetz respektieren und nach seinem Gesetz leben, so gut wie es eben geht. Und ich breche mir damit keinen ab, wenn ich den Sabbat als Ruhetag von meiner Arbeit halte. Ja? Ich kann genauso gut am Sonntag mein Gras mähen und arbeiten und so was. Stört mich alles überhaupt nicht. Aber auf dem Sabbat tue ich das nicht. Und nicht, weil ich erlöst werden will, nein, sondern weil ich erlöst bin. Und weil mich das Gesetz nur verdammen kann, und selbst wenn ich errettet bin durch die Gnade und deswegen das Gesetz über mich keine Macht mehr hat, halte ich trotzdem das Gesetz als Ehrerbietung gegenüber meinem Herrn, den ich anbete und dem ich gehorsam bin. So einfach ist das. Und damit schließe ich das Thema Sabbat jetzt ab. Aber, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber wir begreifen in dieser Lesung jetzt vielleicht auch, warum die Mohammedanen natürlich versucht haben, das Land zu erobern, was sie ja teilweise wohl geschafft hatten, weil der Mohammedismus war da ja teilweise drin vertreten, also der Islam. Und wir sehen jetzt natürlich, warum die römisch-katholische Kirche auf einmal darauf aufmerksam wird und sagt von, ey, da sind ja, zwischen Anführungszeichen, Christen, die aber den Samstag halten, die den siebten Tag Sabbat halten, das geht ja nun gar nicht. Da müssen wir gegen einschreiten. Und da wird jetzt der Rest dieses Teils der Lesung vom Handeln. Der Hauptanstoß lag aber keineswegs in diesen paar Äußerlichkeiten, sagt der Autor hier, welche dem christlich-orientalischen Ritus entnommen eigentlich so viel wie nichts bedeuteten, sondern darin, dass die abessinische Geistlichkeit nicht den Papst zu Rom, sondern den Patriarchen von Alexandrien für ihre oberste kirchliche Behörde erachtete und sich hiervon trotz aller römischen Zureden nicht abwendig machen lassen wollte. Also, was sagt uns der Autor Griesinger hier in diesem kleinen Absatz? Es hat die römisch-katholische Kirche noch nicht mal so sehr gestört, dass sie den Sabbat halten, dass sie die Fastenzeit anders halten, dass sie die Taufe anders machen, als der römisch-katholische Ritus das vorschreibt, durch ihn zum Beispiel auch noch in die Beschneidung daran teilhaben zu lassen. Sondern hauptsächlich stört die römisch-katholische Kirche, dass der Papst nicht als der absolute Führer anerkannt wird, der er ja von römisch-katholischen Mitgliedern anerkannt wird. Ultramontanismus, da haben wir ja schon so oft drüber gesprochen, ja? Das ist der absolute Führungsanspruch des Papstes, des, wie er sich selbst nennt, Stellvertreters Christi auf Erden, dass er sagt, wie in der Bulle Unam Sanctam von Papst Boniface dem 8. in 1302, der gesagt hat, es ist absolut unerlässlich für die Erlösung einer jeden menschlichen Seele oder Kreatur, um Untertan des römischen Pontiff zu sein. Punkt aus. Bulle Unam Sanctam. Da habe ich ja schon öfter mal drüber gesprochen. Wir können ja mal eben ruhig, wenn ihr das gerne wollt, uns die Bulle hier anschauen. Wenn die
Disk jetzt mal aufwacht. Das ist nämlich keine SSD-Disk, sondern die muss wirklich noch mal eben arbeiten. Hier haben wir das Bild von der Unam Sanctam von 1302 von dem Papst Bonifaz dem 8. Ja. Und das ist das, was hier den Papst stört, dass er nicht der uneingeschränkte Führer dieser Leute ist in ihrem Verständnis, also dass sie ihn nicht als obersten Führer akzeptieren, sondern die Geistlichkeit des Patriarchen von Alexandrien, dass sie den akzeptieren. Das war eine offenbare Ketzerei. Und dagegen musste mit aller Energie eingeschritten werden. Doch wen sollten die Päpste zu Kretoren, was ist denn? Das Wort kann ich echt nicht lesen. Mal gucken, sehen wir das hier im Englischen vielleicht irgendwo stehen. Servieren des Sabbats und so weiter und so weiter. This was nothing but open heresy. But whom would the Popes nominate as executors? Aha, as executors of their will and pleasure. Das ist das Wort hier. Exekutoren ist das dann. Ja? Wo stand das denn jetzt hier gerade? Doch wen sollten die Päpste als Exekutoren? Ja, also jetzt, danke, da hat mir die englische Lesung ja geholfen. Hat ein bisschen Moment gedauert, aber ich habe es gefunden. Doch wen sollten die Päpste als Exekutoren ihres Willen ernennen? Also die Ausführer natürlich. Selbstverständlich niemanden anders als den Jesuitenorden, der es sich ja zur Aufgabe gesetzt hatte, überall in der ganzen Welt die Ketzerei zu bekämpfen und das päpstliche Ansehen in seiner Vollgewalt wiederherzustellen. Auch hatten sie ja die Söhne Loyolas in Indien, Japan und China bereits Proben davon abgelegt, was sie zu leisten vermochten. Und wenn daher ihnen die Romanisierung Abessiniens nicht gelang, ja, so gelang es niemandem. Wenn die Jesuiten es nicht schaffen, dann schafft's keiner. Was nun folgte, kann man sich denken. Und ich will daher mit ganz wenigen Worten darüber hinweggehen. Vor allem suchten sich die Jesuiten durch die Gründung von Kollegien festzusetzen. Und dies gelang ihnen auch unter dem Schutz ihrer Freunde, der Portugiesen, und deren Schiffen sie nach auf deren Schiffen sie nach Abessinien kamen. Sollen wir eben ein anderes Bild nehmen hier. Dann machten sie sich an die Großen des Reichs, ja, wie sie es auch gemacht hatten in Indien, in Japan und in China, um dieselben zu ihren Ansichten zu bekehren. Und dabei blieb kein Mittel der Überredung, Schmeichelei so wenig als Bestechung unversucht. Ja, der Zweck heiligt die Mittel. Endlich, nach jahrzehntelangem Unterminieren und Schüren, gelang es dem Pater Pais, der ein zweiter Ricci zu werden versprach, zu Ende des 16. Jahrhunderts den Thronfolger Socinius auf seine Seite zu bringen, und derselbe gelobte in seiner geistigen Schwäche, sobald er des Zepters mächtig sei, alles tun zu wollen, wodurch die Einheit der Kirche, das war der Köder, welchen die Jesuiten auswarfen, wiederhergestellt werden könne. Auch hielt er in der Tat sein Wort, und wie er anno 1603 König wurde, schwur er sofort mit seiner ganzen Familie die bisherige monophysistische Ketzerei ab, indem er zugleich die eidliche Erklärung abgab, von nun an nur allein den Papst als den geistlichen Oberherrn des Reiches anzuerkennen. Und wenn du den Papst als geistliches Oberhaupt anerkennst, also ihm die spirituelle Macht gibst, dann gibst du ihm zugleich die temporale Macht, die zivile Macht auch. Sein Beispiel ahmten, wie man sich wohl denken kann, eine Menge der Höflinge nach. Und da man auf die Gunst des Herrschers verzichten musste, wenn man beim alten Glauben blieb,
so traten in ganz kurzer Zeit die meisten Statthalter der Provinzen ebenfalls auf die Seite der Jesuiten. Kurz, es schien eine ausgemachte Sache zu sein, dass die Letzteren den Sieg davontragen müssten, und sie setzten es daher auch beim Papste Gregor dem 15. durch, dass derselbe anno 1622 einen der ihrigen, Alfonso Mendez, unter dem Titel eines Patriarchen von Abessinien zum obersten Bischof des Landes mit förmlich diktatorischer Gewalt in Glaubenssachen ernannte. Zu gleicher Zeit aber brachten sie auch den geistesarmen Regus Socinus dazu, dass er sich bereit erklärte, mit seinen weltlichen Waffen und seiner Regentenoberherrlichkeit alles durchzusetzen, was der lateinische Patriarch zu verfügen belieben würde. So, da haben wir doch eine Bestätigung dessen, was ich gerade eben gesagt habe. Gib dem Papst den kleinen Finger und er nimmt den ganzen Arm. Ja? Mit anderen Worten, wenn ich ihn erstmal als meine spirituelle Führung akzeptiere, was ja hier passiert ist, hat der König ja gemacht, er hat die spirituelle Leitung des Papstes akzeptiert, dann nimmt er sich auch die temporäre Macht gleich damit zu. Und der König erklärt sich dazu bereit, mit seinen weltlichen Waffen und seiner Regentenoberherrschaft alles durchzusetzen, was der lateinische Patriarch zu verfügen belieben würde. Also, was heißt denn das? Mit anderen Worten, der Papst ist das geistliche Oberhaupt des Königs und gleichzeitig ist der König willig, ihm alle zivilen, temporären, säkularen Mittel zu geben, um auch in diesem weltlichen Leben seine Waffen zur Verfügung zu stellen und dafür zu sorgen, dass diese Christianisierung oder diese Katholisierung im Grunde weitergehen kann. Ja? Wenn der Papst erstmal das spirituelle Oberhaupt ist, dann ist er auch das temporäre Oberhaupt, das zivile Oberhaupt. Und das ist hier ein ganz deutliches Beispiel dafür. Nunmehr begann, wie man sich wohl denken kann, eine gar arg schlimme Zeit für das früher so glückliche Land Abessinien. Und wieder haben wir hier ein Beispiel dafür, wo die Worte aus dem Eid der Jesuiten bestätigt werden, wo es heißt, gehe in die Länder, die friedvoll und die erfolgreich waren und die Frieden hatten und die sich in den Künsten und in allem anderen ausgerichtet haben und die blühend waren. Das waren blühende Länder, sowohl in ihrer Wirtschaft als auch geistig. Gehe dahin und stifte Krieg. Und genau das passiert hier wieder einmal. Da können mir 1000 Leute sagen, der Eid der Jesuiten, das ist eine große Lüge. Dann seht doch bitte schön in der Geschichte der Jesuitengeschichte, wie wir das hier jetzt gerade eben lesen, wie immer und immer und immer wieder die Dinge, die in dem Eid genannt werden, 100% umgesetzt werden. Ja? Da brauche ich den Eid nochmal gar nicht zu wissen, ob der legitim ist oder nicht. Ich habe das bestätigt in den Taten. Ich habe das bestätigt in der Geschichte. Nunmehr begann, wie man sich wohl denken kann, eine gar arg schlimme Zeit für das früher so glückliche Land Abessinien. Eine Zeit so schrecklicher inner Zwietracht, Verfolgungswut und Heimsuchung, dass die Feder sich sträubt, die unmenschlichen Gräuel niederzuschreiben, welche auf Befehl der Jesuiten gegen widerspenstige Altgläubige in Szene gesetzt wurden. Allein eben diese blutgierige Roheit und Gewissensquälerei, eben diese übermäßige Leidenschaftlichkeit, mit welcher man für Rom kämpfte, war es, welche den Söhnen Loyola schließlich den Sieg entriss. Abessinien zählte nämlich eine sehr zahlreiche Geistlichkeit, bestehend aus Kafis oder Pfarrern, aus Depteraten oder Dekanen, aus Komosaten oder Prälaten, sowie endlich aus dem Abuna oder Metropolitanbischof, von dem ich vorher schon weiter oben gesprochen habe. Und über dem gab es der Mönche und Nonnen fast mehr als genug. Alle diese Priester und Kuttenträger aber hingen mit einer fast unüberwindlichen Zähigkeit an ihrem seit Jahrhunderten hergebrachten Ritus und wollten insbesondere an ihrem seit Jahrhunderten hergebrachten Ritus, hingen mit einer fast unüberwindlichen Zähigkeit an ihrem seit Jahrhunderten hervorgebrachten Ritus
und wollten insbesondere auch nichts von dem Papst zu Rom, der über alle Bischöfe und Patriarchen gesetzt sei, wissen. Die Jesuiten durften sich also nicht verhehlen, dass die Neuerungen, welche sie einzuführen suchten, der Widersacher eine Menge finden würden, und zwar eine umso größere Menge, als die geistlichen Abessiniens sich eines großen Einflusses auf das Volk erfreuten und insbesondere über den Willen ihrer Beichtkinder geringerer Klasse unbedingt zu gebieten hatten. Sie durften sich nicht verhehlen, dass hier nur durch langsame geistige Einwirkung, nur durch eine jahrelange und unsäglicher Geduld ausgeführte Unterminierung der religiösen Überzeugungen etwas ausgerichtet werden könne, nicht aber, da es sich von einem ganzen Volk handelte, durch Gewalt. Dennoch beschlossen sie in ihrem Ungestüm und ihrem Übermut das Letztere, denn sie meinten, mit dem Gesindel ebenso leicht fertig werden zu können wie mit den Indiern und den Japanesen. Und somit feuerten sie den König an, dass er seinen Statthaltern befahl, gegen die Widerspenstigen, besonders gegen die widerspenstigen Priester, mit größter Strenge zu Werke zu gehen. Allein, siehe da, jetzt zeigte es sich, dass die Abessinier keine verweichlichten, zu willenlosen Sklaven herabgesunkenen Geschöpfe waren, welche sich durch einen Befehl von oben herab sofort zu demütigem Gehorsam bequemten. Nein, nicht das, sondern sie erklärten vielmehr, angeführt von den Priestern zu Tausenden, in Eingaben an den Thron, dass sie nicht nachgeben würden, sondern bereit sein, für ihren Glauben zu leben und für ihren Glauben zu sterben. Was half es nun, dass die Beamten des Königs auf Verlangen der Jesuiten den Widerstand der Leute durch Stockschläge und Säbelhiebe zu brechen suchten? Was half es, dass einige Statthalter, unter denen sich einer namens Sela mit dem Beinamen Christ besonders auszeichnete, all diejenigen einheimischen Priester, welche die Bekehrung nicht dem Galgen vorzogen, hängen ließ. Das Volk stand auf, und der Sturm brach los, und die Bewegung wurde solch allgemeine, dass König Socinus sich gezwungen sah, wenn er nicht alles verlieren wollte, zugunsten seines Sohnes Felicidas abzudanken. Felicidas aber kehrte sofort, wie man sagt, den Stiel um. Das heißt, er trat augenblicklich zur alten Religion zurück, also folgte nicht der römischen Religion, die sein Vater getreten war, und jagte die Portugiesen mitsamt den Jesuiten und dem lateinischen Patriarchen aus dem Lande. Ja, er ließ sogar einige der Letzteren, die es versuchten, eine Gegenrevolution hervorzurufen, öffentlich hinrichten und promulgierte ein Dekret, worin den Schwarzrücken das Überschreiten der Landesgrenzen für alle Zukunft bei Todesstrafe verboten wurde. Ich glaube, meine lieben Brüder und Schwestern, ich muss gar nicht viel weiterlesen und ihr begreift, warum Äthiopien heute in diesem jämmerlichen Zustand ist, in dem es ist. Es bezahlt heute noch für die Handlungen des Sohnes Felicidas, der den König Socinus abgelöst hat und nicht den römischen Katholizismus angenommen hat, sondern zum alten Glauben zurückgekehrt ist und die Portugiesen und die Jesuiten und die ganzen Priester, die ganze Sippschaft rausgeschmissen hat. Dafür bezahlen sie heute noch. So endigte die kurze Herrschaft der Jesuiten in Habesch. Und dieselben waren durch das energische Vorgehen des Regus Felicidas so gründlich von aller Belehrungswut in diesem Teile der Welt geheilt, dass sie nie mehr einen Versuch machten, dahin zurückzukehren. Ebenso wenig dachten sie ernstlich daran, sich an anderen Orten Afrikas festzusetzen. Oder vielmehr, sie verzichteten nach einem kurzen Anlauf sowohl in Ägypten bei den halsstarrigen Kopten als in Kongo bei den halbtierischen Schwarzen auf bleibende Niederlassung, wahrscheinlich weil ihnen das Feld keine ergiebige Ernte versprach.
So verwischten sich ihre Spuren gar bald in dem afrikanischen Sande. Und wenn sie später von Zeit zu Zeit in den portugiesischen Niederlassungen und Faktorien an der Westküste Afrikas Agenten der Gesellschaft Jesu erschienen, so kamen sie nicht, um das Christentum zu predigen oder um sich bleibend niederzulassen, sondern um eine Ladung Schwarzer einzukaufen und dieselben als Sklaven nach ihren Kolonien in Amerika zu schleppen. Das mag jetzt vielleicht für einige meiner Zuhörer oder Zuschauer dieses Videos eine Neuerung sein. Aber der weltweite Sklavenhandel, vor allen Dingen der Sklavenhandel mit der damals neuen Welt, mit den Vereinigten Staaten von Amerika, war unter ständiger Kontrolle der Jesuiten. Die Jesuiten und deren Schiffe waren die Sklavenhändler. Und sie waren es damals und sie sind es auch heute noch. Weil Sklaven gibt es heute noch. Menschenhandel gibt es heute noch. Und die Jesuiten stehen davon an der Spitze, wie sie es damals auch standen. Nun, was natürlich jetzt Äthiopien angeht, was überhaupt den Teil Afrika angeht, ist es ja so, dass man da die Macht im Grunde dem Islam überlassen hat. Und wir haben ja auch gelernt, dass auch Äthiopien teilweise schon dem Islam verfallen war. Und heute ist das ja nicht viel anders, dass diese Länder all dem Islam zugesagt sind. Warum? Weil sie von dem Christentum ein verkehrtes Bild haben. Sie haben eben nur noch das Bild vom Christentum im Kopf, was sie vom Katholizismus haben. Und das hat dafür gesorgt, dass sie vom Christentum nichts mehr wissen müssen. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb die meisten Schwarzamerikaner, also die schwarze Bevölkerung in den Vereinigten Staaten von Amerika, sich so massiv dem Islam zuwendet. Das ist nicht nur wegen dem Hetzer Farrakhan, der da seine Reden hält. Das ist unter anderem danken an die Agenda, dass sie damals dafür gesorgt haben, dass der Boxer Cassius Clay seinen Namen veränderte in Muhammad Ali und zum Islam übergetreten ist. Was glaubt ihr, was das für eine Wirkung war? Und natürlich war das gesteuert von den Jesuiten. Und diese Bürgerrechtler, wie zum Beispiel Malcolm X oder Martin Luther King, die haben ja nichts mit der Bibel gemeint, sondern sind alle dem Islam dicht gewesen. Und deswegen treten viele Schwarzamerikaner eher dem Islam zu, als dass sie sich mit dem wirklichen Christentum beschäftigen. Obwohl das damals, als sie noch in der Sklaverei waren, für sie eine Erlösung bedeutete, das wahre Christentum. Aber der Katholizismus hat eben auch das verfälscht. So, und die Jesuiten sagen sich, gut, wir kriegen Äthiopien und wir kriegen Kongo, wir kriegen den ganzen nordafrikanischen, die ganzen nordafrikanischen Staaten nicht unter Kontrolle. Ja, dann sammeln wir uns da eben ein paar Neger ein und laden die auf unser Sklavenschiff und verschiffen die nach Amerika und verdienen da Geld mit. Und kriegen sie auf die Art und Weise klein. Ich habe ja gesagt, dass Kapitel über Afrika, die jesuitische Mission in Afrika, ist ein kleines Kapitel in diesem Buch, deswegen kommen wir da deutlich unter einer Stunde mit raus. Das ist ja auch nicht weiter schlimm, es kann ja auch mal ruhig eine kleinere Lesung sein. Nur nächstes Mal fahren wir fort mit den Jesuiten in Amerika und da geht es dann auch um die Zeit vor 1776, gehe ich mal von aus. Ansonsten werde ich euch da einiges drüber erzählen, weil ich habe Tom Fress seine Buchlesung gehört, von dem Buch The Ark and the Dove. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Ich möchte euch das mal eben zeigen, wenn ihr das nicht kennt. The Ark and the Dove, das ist hier zum Beispiel, das ist deren Logo, der Gesellschaft von der Arche und der Taube. Hier ist The Ark and the Dove, das ist ein Schiff, das ist 1633 in England von der Isle of Wight losgefahren und dann Anfang 1634 in Maryland, in die Vereinigten Staaten von Amerika, sind sie angekommen. The Ark, die Arche, das ist das große, und The Dove, das ist das kleine Schiff hier. Und da waren Protestanten, und da waren Katholiken, und da waren auch Jesuiten an Bord. 1634, da fing die Infiltration der Vereinigten Staaten von Amerika, die damals ja noch die englischen Kolonien waren, an. Und sie hatten ungefähr 150 Jahre Zeit, um alles in Ruhe vorzubereiten, bis es dann zu dem Revolutionskrieg kam, den wir ja als
Befreiungskrieg kennen, davon 1776. Das Buch von Jamos Ives, The Ark and the Dove, ja, die Arche und die Taube, natürlich entnommen aus der Bibel, ne, die Taube, die Noah losgeschickt hat, um zu sehen, ob inzwischen fester Boden wieder da ist. The Beginning of Civil and Religious Liberties in America, ja, also der Anfang der zivilen und religiösen Freiheiten in Amerika, von Jamos Ives. Das ist aber ein katholischer Autor. Und das ist ein Buch geschrieben von einem Katholiken für Katholiken. Also man muss schon sehr gut belesen sein in der wahren Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika, um dieses Buch gut zu verstehen. Das unterteilt es in drei verschiedene Abschnitte. Das ist das, ich nenne das jetzt mal das Pflügen des Ackers, dann das Säen der Saat und dann zum Schluss die Ernte. Und sicher der letzte Teil, die Ernte, the Harvest, ist ein Teil, da gehen euch die Augen über. Wenn ihr Englisch könnt und ihr könnt das lesen, kann ich euch nur anraten, das Buch euch zu besorgen. Es kostet ein paar Euro, aber das kann man kriegen. Nur man kann es nicht im Internet bekommen, also nicht als PDF oder so. Man muss schon das wirkliche Buch kaufen. Das ist nicht leicht zu lesen und nicht leicht zu verstehen, ich glaube es, aber es ist unglaublich gespickt mit Informationen über die wirklichen Gründer der Vereinigten Staaten von Amerika, die da sind, Daniel, Charles und John Carroll. Und die werden sonst ja nirgendwo erwähnt als Gründungsväter, weil sie unter dem Radar blieben natürlich, weil sie anderen Leuten den Vortritt gelassen haben, die Illuminati gesteuerten, George Washington und Jefferson und Paine und wie sie alle hießen da, die sogenannten Gründungsväter von Amerika. Also das ist ein Thema, das wird als nächstes in dem Buch behandelt, ja, die Jesuitenmission in Amerika. Und deswegen möchte ich das Video jetzt mit der, was ich gelesen hatte, über die afrikanische Mission hier abschließen. Und wir fangen nächstes Mal das neue Unterstück an, die jesuitischen Missionen dann in Amerika. Und wir werden sehen, wie die Jesuiten von weit vor 1776 daran gearbeitet haben, um Amerika von Anfang an katholisch zu machen. Und zwar nicht das Land, die Leute, sondern die Regierung. Sie haben die Regierung in den Händen von Anfang an. Und deswegen wurden einige amerikanische Präsidenten, die sich dieser Regierung widerstellt hatten, auch ermordet. Harrison, Taylor, Buchanan, Lincoln, John F. Kennedy als letzter. Ja? Die Jesuiten haben mindestens 6 oder 7 verschiedene amerikanische Präsidenten ermordet oder Mordversuche gestartet. Mindestens. Und das waren alles welche, die gegen die Agenda von Rom gingen. Alle anderen Präsidenten, die leben bleiben durften, ja, die haben brav die Agenda von Rom erfüllt. Und wir wissen aus der Bibel, aus Offenbarung 13, dass es da 2 Tiere gibt, über die geschrieben wird. Das eine Tier, das kam aus dem Meer. Und wir wissen, das Meer wird später in der Offenbarung wird erklärt, das Meer steht für Menschen, Nationen, Völker, Zungen, also Europa, reich bevölkert, viele verschiedene Nationen, viele verschiedene Sprachen. Dafür steht das erste Tier in Offenbarung 13. Und dann gab es ein zweites Tier, das kommt aus der Erde, das ist das Gegenteil von dem Meer, nämlich einer unbewohnten Gegend, und das war eben Amerika. So, aber dieses zweite Tier konnte ja nur gegründet werden, wenn das erste Tier da ein bisschen seine Hand drin hat. Das kommt ja nicht aus sich selbst. Aus sich selbst kommt gar nichts. Man musste das ja säen, und diese Saat musste dann kultiviert werden, und dann musste sie aufgehen. Und das ist wunderbar beschrieben in dem Buch The Ark and the Dove von Jamos Ives. Und da werden wir hoffentlich auch ein bisschen drüber lesen in dem nächsten Teil dieses Buches von Theodor Griesinger. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen was gelernt über die afrikanische Mission, die sehr kurz im Grunde behandelt wurde, wo es aber wohl auch nicht allzu viel zu schreiben gibt. Afrika wird von den Jesuiten oder wurde von den Jesuiten mehr oder weniger links liegen gelassen und sie haben da den größten Handlungsspielraum übergelassen an die Islamisten, also an die Mohammedaner, und haben sich dann hauptsächlich dem Sklavenhandel zugewendet. Und wie sie es in Amerika angefangen haben, wie sie ihre Mission da gegründet haben,
Darüber werden wir nächstes Mal sprechen. Plus, ich werde natürlich versuchen, euch so viel möglich Informationen zu geben von Büchern, die ich darüber gelesen habe, wo es über die Vorbereitung ging vor 1776. Lesung aus Herrscher des Bösen, Rulers of Evil, Lesung von Jamos Ives, The Ark and the Dove, um das mit einfließen zu lassen in meine Kommentare während der Lesung des nächsten Teils. Für diesen Teil der 14. Lesung des Griesinger Buchs über die Jesuiten danke ich für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Kommentieren und bis zum nächsten Mal. Jörg von Jongler 66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Maranatha.